Fledermäuse? Nee, ich sehe keine Fledermäuse. Freunde, in Wuhan steht die Brücke über den Yangtze und diese gibt's von Wange für euch. Und zwar nach dem kurzen Intro. Bleibt dabei, bis gleich. Ciao, amici del mattoncino. Hallo, meine Klemmbausteinfreunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Und wie ich euch im Intro gesagt habe, hier geht es um ein Prachtstück, würde ich mal sagen, der Architektur. Und zwar ist es ein Set von der Marke Wange, beziehungsweise, wie ich bis jetzt gelernt habe, heißt diese Marke, oder beziehungsweise wird sie ausgesprochen, Wange. Also, ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich es nicht ganz korrekt ausgesprochen habe. Jedenfalls ist das die Brücke über den Yangtze, und das werde ich euch hier heute vorstellen. Ja, erstmal zunächst möchte ich euch ein paar Details zu diesem Set verraten, denn ja, bevor wir uns halt die Details anschauen, würde ich sagen, also im Detail anschauen, würde ich sagen, gibt es noch so ein paar Punkte, Rahmen, Eckpunkte, die ja immer wieder interessant sind. Und zwar ist es zum einen die Setnummer, das ist nämlich bei Wange unter der Setnummer 6223 erhältlich. Wie gesagt, es ist die Wuhan-Brücke über den Yangtze. Oder auf Englisch, ich habe es hier die Anleitung da drüben bei mir liegen, die seht ihr jetzt nicht, aber da steht drauf Wuhan Yangtze River Bridge. Es ist von der Architectural Series, also es das heißt, es ist ein ja, Architektur-Set, unschwer zu erkennen, und ja, hat 1452 Teile. Dieses Set habe ich gekauft aus China von Yorwop in dem Fall. Habe ich 50 Euro dafür gezahlt, umgerechnet, und habe das aber auch hier bei unseren Freunden von Bluebricks gesehen. Da gibt es das zum Beispiel auch. Da kostet es wohl, ich glaube, meiner Meinung nach 80 Euro, wenn ich das zuletzt richtig gesehen hatte. Genau, also wenn ich jetzt mal den Teilepreis nehmen möchte von dem, was ich bezahlt habe für die Einfuhr, sage ich jetzt mal. Dann haben wir hier einen richtig coolen Preis bei ca. 50 Euro und 1452 Teilen von 3,4 Cent. Also wahnsinnig cool, muss ich sagen. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel hier in Deutschland gekauft hätte, dann wären es immer noch bei 80 Euro 5,5 Cent. Also es ist echt ein sehr, sehr guter Teilepreis. Vor allem, wenn man bedenkt, wir haben hier richtig tolle Teile auch dabei. Bemerkenswerte Teile, würde ich mal sogar sagen. Darauf gehen wir aber natürlich später ein. Ja, eine Altersempfehlung wird für dieses Set vom Hersteller von 6 Plus gegeben. Und wir schauen uns natürlich dann später an, ob das eine Einschätzung ist, die irgendwie passt. Meiner Erfahrung nach würde ich mal behaupten, gibt es einige Hersteller da draußen, die ihre Altersempfehlung recht niedrig ansetzen für das, was eigentlich in der Realität dastehen müsste. Aber gut, das ist natürlich auch immer eine Sache, die bleibt dem Hersteller vorbehalten, dass diese Empfehlung zu geben. Und man ist ja selber als mündiger Käufer immer noch in der Lage, würde ich mal sagen, zu einzuschätzen, ob das was für einen ist oder nicht. Ja, wie gesagt, dieses Set schauen wir uns gleich nochmal genau an, weil es gibt hier echt richtig, richtig coole Teile dabei. Und das müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Es ist tatsächlich mein erstes Set von dieser Marke gewesen, das ich mal ja, hier getestet habe, aufgebaut habe. Ich habe das gesehen ja, eigentlich noch nicht bei Yorwop selbst, sondern im Prinzip hatte ich das
auf der Plattform brick4.com gesehen. Das ist so eine, ja, so eine Art Enzyklopädie, Online-Enzyklopädie von vor allem chinesischen Herstellern, aber auch Hersteller der dänischen Marke sind dort zu sehen, mit all den Details, die man so wissen möchte. Was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde euch einen Link unten in der Beschreibung reinpacken, dort, wo ich es besorgt habe, damit ihr das auch dort sehen könnt. Aber wie gesagt, auch bei den Freunden von Bluebricks, aber auch bei anderen ist es verfügbar. Ich vermute mal, dass es, wenn es noch nicht da ist, es auch bestimmt bei meinem Lieblingsklemmbaustein Bezugspunkt für alternative Hersteller ist, zum Beispiel bei EOMOS. Also von daher, wir werden sehen. Wenn ich was finde, packe ich es euch unten rein. Jedenfalls würde ich sagen, wir gehen jetzt gleich mal in die Details ein, damit ich euch so Anleitung zeigen kann, die besonderen Teile und die Merkmale von diesem richtig, richtig spannenden Set. Ob es auch wirklich das hält, was ich mir davon versprochen habe, das werden wir im Laufe des Videos noch sehen. Ja, und wer mir hier schon öfters folgt, der weiß, es gibt nur eine Art, wie man in die Reviews selbst reingeht bei Don Mattoncino, und das ist mit einem Tre, Due, Uno e Via. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mit der Anleitung ein. Und zwar sieht die so aus wie im Prinzip die Verpackung von vorne. Da sieht man also im Prinzip die gesamte Brücke hier, die über den Yangtze führt. Also diese Brücke verbindet ja zwei Orte, die zusammen mittlerweile ja Wuhan ergeben. Das heißt, wir haben fragt mich nicht, wie die beiden Orte heißen, aber der eine ist auf der einen Seite, der andere ist auf der anderen Seite, und irgendwann mal wurde diese Brücke hier errichtet, um die beiden Ortschaften miteinander, die beiden Städte miteinander zu verbinden und als Ganzes dann Wuhan zu ergeben. Genau, also man sieht hier bisschen was von dem eigentlichen Bauwerk, aber wenn man mal aufmacht, dann sieht man im Prinzip erstmal noch nicht so viel, aber dann kann man schon gleich mal entdecken, wie das Ganze in echt aussieht. Also hier ist das in China beheimatet, Wuhan, hat ja natürlich durch gewisse Umstände sehr große Berühmtheit in den letzten 2 Jahren erlangt. Deshalb seht es mir nach, wenn ich vorher einen kleinen Fledermauswitz gemacht habe. Das war nicht böse gemeint. Es war so einfach bisschen die Beziehung dazu, aber an und für sich hat es natürlich nichts mit dem Ganzen zu tun. Hier ist es schön in der beleuchteten, ja, Nacht, in der Nachtbeleuchtung zu sehen. Hier ist das Ganze in der Tagesausführung. Unten kann man es auch sehen. Also wird einiges davon berichtet über die Brücke an sich, also was das so in echt auf sich hat. Ein schönes Bild hier. Also es sieht echt richtig cool aus, muss man sagen. Haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Sie sagen auch, dass sie halt die Informationen, die sie haben, von Wikipedia sich geschnappt haben. Genau, da wird halt, wie gesagt, darüber berichtet, dass diese Brücke 1957 fertiggestellt worden ist. Und ja, seitdem die beiden Teile von Wuhan miteinander verbindet. Also hier sieht man auch einiges von der Erstellung, vom Bau der Brücke, sage ich mal. Alles auf Chinesisch hier, das kann ich euch jetzt leider nicht so auf die Schnelle übersetzen, aber sieht trotzdem ganz cool aus. Und hier wird auch davon berichtet, wie das Ganze als Set dann geplant worden ist. Und auch die Design Points, also ja, da wird einfach ein bisschen
davon erzählt. Aber ja, ich sag mal, wenn man es selber baut, kriegt man eigentlich am meisten davon mit. Hier wird auch auf die besonderen Teile des Sets drauf hingewiesen. Wir haben hier eine 4x10 Platte. Die wird vor allem in dieser zweistufigen Brücke, also die Brücke ist eigentlich zweistöckig, wird für den unteren Bereich vor allem verwendet. Wir haben hier an den Brückenköpfen, sage ich mal, sind auch so schöne Dächer dabei. Da kann ich euch das Teil dazulegen. Zeige ich euch später auch nochmal am Set. Wir haben schöne Geländer, sage ich jetzt mal. Sieht man das einigermaßen, hoffe ich. Und ja, aber wir haben auch hier kleinere Teile, die so auch am Brückenkopf verwendet werden. Das ist im Prinzip das Teil. Wir haben auch schöne Geländerteile, die am oberen Teil der Brücke als Geländer verwendet werden. Genau, aber das sind nicht alle Teile, die hier besonders sind. Wir haben hier auch zum Beispiel so ein schönes Teil mit, also einmal eins rund, mehreckig, aber das ist auch eines der besonderen Teile. Und dann gibt es noch unten ein Geländer, das mache ich euch mal eben kurz vom Setup. Das ist ja auch ein besonders geformtes Geländerteil. Das gehört eigentlich auch noch zu den besonderen Teilen. Ja, und das ist eigentlich das Schöne. Man hat dieses Set hier erstellt und hat sich da halt auch Gedanken gemacht, wie kann ich das Ganze mit besonderen Teilen ausstatten. Das sind alles, wie gesagt, gedruckte Teile. Und hier wird auch noch mal ein bisschen was dazu gesagt, welche, muss ich mal ein bisschen gucken, dass ich da ein bisschen Helligkeit reinbringe, welche Maße hier mit welchen hier zu rechnen ist. Also das Ganze ist 75 cm lang und 17 cm breit. Also da hat man schon was zu bauen, sage ich mal. Genau. Ansonsten noch gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Da sieht man eine Übersicht der Teile, die hier zu sehen sind. Und ansonsten ist es aber alles sehr einfach zu bauen, sage ich jetzt mal. Also, beziehungsweise einfach zu bauen ist stimmt nicht ganz, sondern man muss davon ausgehen, dass es doch einige Bauschritte gibt, die in einem Abschnitt zu bauen sind. Aber an für sich ist es jetzt kein großes Hexenwerk, das zusammenzubekommen. Die Angabe 6 plus, ja, ich würde es jetzt trotzdem nicht mit 6 plus ansetzen, aber trotzdem ja, ist es jetzt auch nicht so arg schwer. Ja, so viel dazu. Jetzt haben wir noch auf der Rückseite, haben wir da noch was zu sehen? Ja, da sehen wir nochmal die Brücke als Ganzes. Ja, aber das schauen wir uns lieber nochmal im Detail an. Ich habe für euch noch die Ersatzteile. Also da ist echt viel an Ersatzteilen übrig geblieben. Ja, Straßenteil, was von dem babyblauen Wasserteil. Also ist schon einiges übrig geblieben. Das ist auch sehr, sehr cool. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Set gleich mal genauer an. Ja, und um das Set sich genauer anschauen zu können, braucht man eine Menge Platz, sage ich euch. Was habe ich gesagt? Gerade in der Anleitung stand, glaube ich, 75 cm ist das Ganze lang. Wahnsinn, es ist echt eine riesige Brücke, kann man sagen. Und ich finde sie eigentlich genau richtig so in der Größe. Aber es ist natürlich für ein Review, sage ich jetzt mal, schwierig, das im Ganzen einzufangen. Ich denke aber, so geht's eigentlich ganz gut. Und ja, also hier ist ein schönes Schild. Da wird das Ganze, ja, ich sag mir jetzt mal, gezeigt. Die Wuhan-Brücke mit QR-Code gibt sicherlich ein paar Informationen. Ich habe jetzt tatsächlich den QR-Code nicht getestet. Aber da steht im Prinzip, was wir hier vor uns haben. Genau.
Ja, womit fangen wir am besten an? Am besten ist wieder ranzuklemmen. Genau. Also die Brücke hat halt im Prinzip einen Boden, wie das Ganze aufgebaut wird. Diese ja, großen Formteile, Bodenteile, sage ich mal, die sind schön grau gehalten, sind auch recht groß. Also davon haben wir ja. Puh, wie viel sind's denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis auf beiden Seiten. Also das heißt, wir haben 16 davon, wovon eigentlich die Randteile aber dann quasi Ecken sind. Genau. So ist das Ganze auf einem soliden Fundament aufgebaut. Und dann haben wir im Prinzip einen linken Teil der Brücke, einen rechten Teil der Brücke, die im Prinzip baugleich sind, kann man so sagen, und die dann ja, jeweils eine Straße haben, auch die quasi auf der jeweiligen Seite der Brücke ja, bis ja, die eigentlich sagen sollen, dass man hier auch drunter fahren kann. Wir haben die babyblauen Yangtze stilisierenden Teile, sage ich jetzt mal. Das sind die Blades, die hier schön großflächig sind. Wir haben aber auch, ja, ich sag mal, ich glaube, das sind einmal 8 lange, wenn ich mich nicht ganz täusche, Blades, die hier da verbaut sind. Also es ist ein bisschen alternierend. Wir haben hier rechteckige, wir haben aber auch die, ich glaube, es sind zweimal hier müssten das sein, die hier auch mit verbaut sind. Und das Ganze ergibt dann den Yangtze. Und dann haben wir aber auch noch Schiffe hier drauf gebaut. Also das ist tatsächlich eines der größeren Schiffe, die hier drauf sind. Ich kann es leider nicht so gut hochheben, denn das ist wirklich ziemlich massiv, das Ganze. Deswegen kann ich es euch leider nicht so gut zeigen. Ich versuche es später nochmal, wenn ich euch ein paar Details erläutert habe. Genau. Aber ansonsten, wenn man die Schiffe gebaut hat, dann ist man eigentlich mit dem, also erstmal natürlich Yangtze, dann die Schiffe gebaut hat und da macht man sich an die äußeren Teile und baut dann letzten Endes die Brücke. Wir haben hier, sieht man vielleicht ein bisschen die Säulen, die hier dran sind, die Brücke dann halten. Und wir haben halt hier diese schönen, ja, Teile an der Seite. Und hier kommt schon was zum Vorschein, was eines der Mankos in diesem Set sind, ist. Gerade das hier fällt sehr leicht um. Die sind echt wirklich ganz, ganz, ganz leicht am Umfallen, die Bäume. Und wir haben hier diese Kettenteile, also im Prinzip eigentlich hier diese kleinen Fässerchen, nenne ich es jetzt mal, die da wirklich immer sofort umfallen, wenn man sie auch nur ganz leicht berührt. Ich mache jetzt auch nicht mehr hier daran rum, weil ehrlich gesagt bin ich da tatsächlich auch ein bisschen genervt schon, weil ich kann euch nicht sagen, es sind bestimmt schon gefühlte 30 Millionen Mal umgekippt, seit ich das aufgebaut habe und mal bewegt habe. Das ist dann tatsächlich etwas nervig, aber ja, so ist es halt. Genau, also wenn man die dann gebaut hat, die Straßenplatten kommen natürlich da drauf. Wir haben hier drunter, also wie gesagt, die Brücke ist auf zwei Ebenen gebaut. Wir haben oben die Straße, also die Autostraße, die hier drüber fährt. Und wir haben da drunter die Zugbrücke. Jetzt weiß ich nicht, ob ich euch das irgendwie zeigen kann. Lasst es mich mal probieren. Ups, die Autos fallen um. Also wir haben hier auf jeden Fall eine Zugbrücke. Man sieht hier auch noch ganz leicht den Zug hier durchscheinen. Der geht quasi von hier bis hier, der Zug. Das ist, also kommt man auch per Zug von A nach B. So, jetzt lasse ich mal runterkrachen. Genau, und was man da auch natürlich hier sieht, ist, dass diese Autos, die hier mit 1x2 und 1x1 Blades gemacht sind, ja, nicht fest verankert sind. Also die sind einfach
hier drauf gesetzt und kann man ja quasi hin und her fahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich vermute mal, man kann hier vielleicht sogar als Fußgänger über diese Brücke drüber. Das weiß ich allerdings nicht sicher, kann ich euch leider nicht ganz sicher sagen. Wir haben aber, wie ich euch schon gezeigt habe, ein paar besondere Teile. Wir haben hier die Dächer, da sieht man auch mal, dass es hier verarbeitet ist. Diese einmal eins eckigen, also wie viele Ecken hatten das? 1, 2, 3, 4, ich glaube achteckig ist es hier. Die sind hier drauf. Wir haben hier die Geländer, die besondere Teile sind. Die anderen gebogenen Geländer, was ich euch vorher gezeigt habe, das ist dann hier unten. Genau. Was haben wir noch? Ja, genau, also halt im Prinzip diese schönen, naja, wenn sie jetzt hier nicht als Brückengeländer wären für den Zug, würde ich es jetzt einen Gartenzaun nennen, in Schwarz. Aber hier sind sie, ja, sage ich mal, für den Zug die Abgrenzung. Genau, das sind so wirklich besondere Teile an dem Ganzen, die extra hier designt worden sind, damit die Brücke einfach eine schöne, ansehnliche Geschichte ist, schöne runde Sache. Also das macht auch echt Spaß, das zu bauen. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man es. Ich habe eigentlich darauf geachtet, dass die Teile, die ein bisschen Kratzer abbekommen haben, dass die hier nicht verbaut sind. Dafür sind tatsächlich genügend Ersatzteile dabei. Insofern fällt es gar nicht so auf, dass auch verkratzte Teile dabei waren. Ich vermute aber allerdings, dass es eher durch den Transport passiert ist und nicht ab Werk. Aber ja, kann ich nicht so sicher sagen. Jedenfalls fällt es hier nicht so auf. Und wir haben halt einfach überall bedruckte Teile und gerade diese Straßenteile. Also es gibt jetzt nicht viele bedruckte Teile. Also es ist eigentlich das Schild vor allem. Das sind die Straßenteile vor allem. Aber das macht einfach Spaß, solche Teile zu haben. Ich habe schon beim Auspacken, habe ich wirklich mich super gefreut. Das war so genial. Ihr merkt, ich bin gehypt davon. Es hat einfach auch Spaß gemacht, das zusammenzubauen. Ich hatte ein bisschen Schmerzen an den Händen, an den Fingern. Das hat mir echt wehgetan, weil gerade die Teile doch nicht auf Dauer dann so abgerundet sind, sage ich mal. Also es tut schon weh, das zu klemmen. Auf Dauer, und man hat ja auch echt einiges zu klemmen. Ja, gut, aber da kommen wir durch, oder? Wenn es einem Spaß macht, dann merkt man das auch gar nicht so sehr. Ja, genau. Also, das ist im Prinzip das Set. Wir können mal auch schauen, ob wir das noch so ein bisschen, jetzt habt ihr es wahrscheinlich gehört, da hat es was mir runtergeschmissen, weil es vom Tisch gefallen. Und wie soll es auch anders sein? Es war natürlich wieder ein Baum. Denn diese Bäume, die sind einfach ganz, ganz leicht am runterfallen. Ja, und so seht ihr es mal hier quasi von der einen Seite. Ja, es ist einfach echt ein toller Anblick, finde ich. So also schön die Brücke entlang. Also, das macht echt Laune. Und das wird definitiv bei mir einen schönen Platz im Regal bekommen. Und drehen wir es noch einmal von der anderen Seite, damit ihr das auch noch seht. Hier gibt es auch noch Schiffe, wie gesagt. Hier sogar mit Wellen. Auch hier. Man hat einfach viel auch an Details gedacht, auch wenn es an für sich ein mathematisch symmetrisches Gebäude ist. Bauwerk besser gesagt. Und es macht einfach echt Spaß, das zu bauen, das zu haben. Und ja, dann sage ich mal so viel zu dem Set an sich. Noch eine Leuchte hier. So viel zum Set an sich. Und dann gehen wir gleich mal ins Fazit. Wir sehen uns gleich. So, Zeit für ein Fazit. Ja, ein echtes Prachtstück, muss ich sagen. Also mir gefällt diese Brücke einfach wirklich sehr. Und ja, ich finde es ein beeindruckendes Set mit wirklich tollen Teilen. Spezialteile, Straßenteile hat es dabei. Wir haben wirklich
auch was für, naja, man sagt es ungern, aber es ist auch eine Art Teilespender, wenn man nicht unbedingt dieses ikonische Bauwerk für sich bauen möchte, sondern ja, einfach mal auch diese babyblauen Teile zum Beispiel, das, was hier fürs Wasser verwendet wird, für den Yangtze oder die Straßenteile. Also das sind ja wirklich, wirklich besondere Teile, die richtig cool sind. Es ist bedruckt, was man hier so sieht. Das finde ich sowieso immer genial. Für ein Architekturset der noch besser, finde ich, weil ja, man sich einfach nicht verkleben kann, sondern die Drucke passen. Man muss nicht irgendwie was verkleben, wo dann später das ganze, ja, ich sage jetzt mal, das ganze Erlebnis verfälscht. Weil eines ist auf jeden Fall klar, es ist ein Displayset. Klar. Was will ich spielen mit diesen Autoless hier? Ist natürlich kein Spielset in dem Sinne. Das stellt man sich schön hin, kann es bewundern und sich daran ergötzen am Anblick, was ja wirklich, ja, Ziel und Sinn dieses Sets letzten Endes ist. Aber ich finde auch der Bau war sehr beruhigend. Also es ist jetzt natürlich nicht so, dass man sagen kann, es ist ein sehr abwechslungsreicher Bau, aber dadurch, dass man hier ja doch ein bisschen verschiedene Sachen hat, gibt es schon die ein oder andere Abwechslung im Großen und Ganzen. Es gibt natürlich auch einige repetierende Sachen, die sich immer wieder wiederholen, aber es ist ein sehr entspannender Bau, meiner Meinung nach. Und es wird einem trotzdem nicht langweilig. Denn ich finde, man kann schon an den Teilen sagen, das macht Spaß, diese Teile zusammenzuklemmen, weil es einfach richtig cool aussieht und auch eine gute Klemmkraft hat in dem Sinne. Es war ein bisschen verkratzt, habe ich euch ja gezeigt. Das eine oder andere Teil, das ist ein bisschen schade, aber war jetzt nicht so, dass es irgendwie das ganz trüben würde. Das ist ja nur hier und da der Fall. Es gibt auch genügend Ersatzteile, die das dann auch, wo man dann auch entscheiden kann, welches Teil setze ich ein und welches lasse ich weg. Ja, was ich halt ein bisschen komisch finde, ist, dass diese Autos hier lose sind. Das ist ein bisschen schade letzten Endes. Ja, wenn man will, kann man sagen, das ist ein Spielset, aber ist es natürlich nicht. Was mir auch nicht so gefallen hat, ist, dass halt viel Druck auf diesen Ebenen hier ist. Hier gerade an den Seiten. Dann ja, muss man tatsächlich ein bisschen draufdrücken, dass es auch wirklich dann hält. Auch hier ist es, naja, ist es halt nicht ganz fest, aber es hält. Aber es hält richtig gut letzten Endes. Aber beim Zusammenbauen kriegt man da schon kurz Bedenken, wird es dann auch passen, und dadurch, dass halt wirklich sehr viel Druck drauf lastet, ja, könnte ein bisschen weniger Druck drauf sein und dann wird es, glaube ich, auch ein bisschen besser zusammenklemmen in dem Fall. Was mich halt auch ein bisschen nervt, sind, dass diese Bäumchen hier immer runterfallen, wenn man sie nur leicht berührt. Auch diese hier, die Ketten. Also ich weiß nicht, wie unzählige Male das mir umgekippt ist, aber das hat mich auch ein bisschen genervt. Aber wie gesagt, man stellt es ja ins Regal und dann ist es einfach fertig und dann kann man sich dran freuen. Ich habe mir überlegt, ein bisschen, sage ich mal, italienische Gestik hier reinzubauen, und zwar nicht in das Set, sondern in mein Review, um euch zu sagen, wie finde ich dieses Review. Ich erzähle euch einen Quatsch. Ich möchte euch sagen, wie ich dieses Set finde. Und da kann ich sagen, es ist buono. Es ist ein sehr gutes Set. Also für mich ist es ein buono Set, und so heißt es auf Italienisch, indem man schön an der Backe sich das dreht, den Finger dreht. Also buono. Ja, das würde ich gerne in Zukunft immer wieder machen. Ich hoffe, euch stört sowas nicht, denn ja, in gewisser Weise gehört es für einen Don aus Bella Italia auch dazu, dass er ein bisschen seine Gestik spielen lässt und nicht zurückhält. Zurückhaltend bin ich auch so als Persönlichkeit manchmal schon so. Aber wie dem auch sei, sagt mir doch in den Kommentaren, was ihr davon haltet, ob ihr vielleicht auch wissen wollt, wie das Bewertungssystem aussieht.
Denn es gibt ja sicherlich nur ein Buono. Es wird auch sicherlich das ein oder andere geben, wo wirklich nicht gut ist. Ja. Also, ich freue mich, dass ich euch dieses Set vorstellen konnte, denn für mich ist es ein echter Gewinn in meiner Sammlung. Und sagt mir doch auch gerne in den Kommentaren, was ihr von diesem Set haltet. Gerne würde mich auch interessieren, ob ihr auch von Wange noch andere Sets habt, die ich mir anschauen sollte. Denn ich bin wirklich auf den Geschmack gekommen bei dieser Marke, bei diesem Hersteller und würde mir gerne noch was zulegen. Und da brauche ich eure Hilfe. Ihr müsst mir auf jeden Fall sagen, was ist gut, was sollte ich mir auf jeden Fall mal angucken, aufbauen, was sollte in der Sammlung des Paten nicht fehlen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Von daher wünsche ich euch alles, alles Gute. Ci vediamo presto, arrivederci. Ciao, 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 ci vediamo.